Test, hallo. Gut, sieht gut aus. Mikrofon schlägt aus. Sonst schlägt nichts um sich. Noch ein bisschen Platz schaffen auf meinem Schreibtisch. So viele Kabel. Hey, ich muss alles kabellos kaufen. Kabellos nervt mich wegen Akkus oder Batterien oder bläh. Und dann Verbindungsprobleme und Lag. Aber ich brauche weniger Kabel. Das geht so nicht mehr. Das kann so nicht mehr weitergehen. Ja, wirklich zwei Mäuse, Tastatur, Laptop mit Cooling Board, mit einem eigenen USB-Kabel. Maus, habe ich schon gesagt, oder? Mikrofon, zwei Stück. Dann die ganzen HDMI-Kabel. So viele HDMI-Kabel von der Switch, von der PS4, vom Laptop zum alten Rechner. Dann nochmal von den Capture Cards zum Fernseher. Es ist einfach die Wii U steht hier noch mit HDMI-Kabel. So viele HDMI-Kabel. Und dann noch die Controller natürlich. Oh, dann noch die Stromkabel der Konsolen und des Fernsehers. Und dann Kopfhörerkabel. So viel Kabel. Ich werde wahnsinnig. Hi Ramsi, wie geht's? Genau, hoffentlich zum letzten Mal Resident Evil 6. Mal schauen, ob wir es heute beenden können. Die Ada Wong Story, die finde ich echt am lamesten von allen. Ich habe ja schon in der letzten Folge, beim letzten Stream, mich immer wieder über das Design von Ada Wong in Resident Evil 6 beschwert. Aber ich finde es auch einfach echt scheiße. Und die Synchronstimme, die deutsche, also wirklich, finde ich ganz schlecht. Furchtbar. Alle anderen sind eigentlich echt gut, deswegen wundert mich das, dass Ada Wong so schrecklich ist. Diese Geräusche beim Sprinten und beim Ducken, oh Gott. Die Ada Wong Story ist, finde ich, die schlechteste, auch wirklich. Die von Chris finde ich auch sehr doof, aber die ist wenigstens noch schnelle Action und so, das passt schon. Und die von Leon und der Sherry finde ich eigentlich ganz okay. Aber die von Ada Wong ist so furchtbar. Aber wirklich. Aber wirklich. Das kann ich brauchen. Was ich mir hier für euch antue. So, es ist schon 8. Fangen wir an. Wer ist denn das, der da neben ihr steht? In dem Bild im Hintergrund. Gasmasken-Heini, wer bist denn du? Dich könnte ich brauchen. War das ursprünglich geplant, dass das auch eine Zweispieler-Koop-Kampagne wird? Friedhof im Wald mit Ada Wong? Da waren wir aber noch nicht. Ach nee, wir haben das U-Boot abgeschlossen. Die springt ja so ein bisschen. Weil die... ja quasi... wenn man so will... durch die anderen drei Kampagnen sich durchzieht. Ja, ich hab auch Montag und Dienstag jetzt nochmal freigenommen. Das ist schon cool. Langes Wochenende ist cool. Da ist die Kathedrale. Jetzt muss ich nur noch ihr Labor finden, Simmons. Jetzt muss ich zwar heute Morgen und übermorgen noch ein bisschen extra Wurst machen. Das eiskalt durchgezogen hat. Ich muss das untersuchen. Aber dann ist schon wieder Wochenende. Perfekt. Leon. Sie hängen also auch mit drin. Hoffentlich sind sie vorbereitet. Ja, vom Dach Zombies wegsnipen war scheinbar nicht so ihr Style. Na, meinetwegen. Dann gehen wir halt in den Friedhof. In die Katakomben. Moment, kommt da jetzt dann schon der Endkampf mit... ja, ich glaube schon. Der Endkampf mit der Schwester von Helena. Deborah, genau, das war's. Deborah. Et Labora. Ziemlich rostig, das Schloss. Das heißt, tatsächlich. Cool. Das könnte noch nützlich werden. Wow.
Okay, ich befürchte, das geht nicht so leicht auf. Aha. Das waren die beiden Türwächter. Ich verstehe. Die Torwächter-Zombie-Dinger. Ah, lass mich raten, da brauche ich jetzt noch das zwei andere nicht. Stücke. Man braucht etwas Bestimmtes, um sie zu... Das könnte funktionieren, aber wo ist der Rest davon? Oder sogar vier. Das könnte funktionieren. Aber wo ist der Rest davon? So redet die. Ich weiß nicht warum, aber mich nervt die furchtbar. Mich hat die schon damals furchtbar genervt und mich nervt sie immer noch. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Das hat mir den ganzen Charakter Edabong endgültig unsympathisch gemacht. Ich war nie der größte Edabong-Fan. Dieses Doppelagenten-Spionage-Fan-Fatal-Image, das hat mir noch nie gefallen. Damit konnte ich noch nie was anfangen. Und Edabong macht es nicht besser. Und die Resident Evil 6 Edabong ist einfach echt die schlimmste aller Edabongsen. Edabongse, glaube ich, ist die Mehrzahl. Bernsteinschlüssel. Dann brauchen wir wohl noch das Bernsteinschloss. Die habe ich gar nicht gesehen. Vorsichtshalber. Ach, das funktioniert ja nicht mal in Resident Evil 6. Scheißspiel. seltsam. Die Kiste eben hatte die gleiche Farbe. Es ist wirklich Skyrim, oder? Es ist wirklich Skyrim. Es ist irgendwie so bizarr. Mit diesen Draugr-Zombies hier. Es ist so bizarr. Es ist eigentlich echt witzig. Aber es ist auch echt bescheuert. Aber das finde ich schon wieder, ne, das finde ich schon wieder cool, witzig. Das finde ich cool bescheuert. Das darf Resident Evil. Resident Evil darf man nicht zu ernst nehmen, sonst fällt einem auf, wie doof alles ist. Und ich finde, sowas darf Resident Evil gerne machen. So, muss ich mich jetzt irgendwie selbst da? Nee. Da hängen Leute, die kann ich runterschießen. Mache ich das mal. Und dann kommen die wieder. Ah, aber einer von denen hatte einen Schlüssel. Und Bolzen hatten die. Nee, warte mal. Keiner von denen hatte einen Schlüssel. Aber Items haben die. Bolzen. Okay, da hängen Leute an der Decke. Und wenn ich die runterschieße, kriege ich Armbrustbolzen. Und die werden wieder aufgefrischt. Da oben ist irgendwie ein unendlicher Leichenvorrat. Natürlich. Siggi, die Leichen sind schon wieder alle. Oh, ich hol mal neue. Hier. Geh mal schnell in den Leichenkeller. Ich verstehe das nicht. Mache ich das nur? Kann ich das verschieben oder so? Ich kann es verschieben. Dann verstehe ich es jetzt, glaube ich. Ja, ich kann es wirklich verschieben. Okay. Dann dürfte das Rätsel gelöst sein. Das Rätsel um die seltsame Falltür. Hallo, Zakorak. Wir waren Ostern bei der Familie und haben da gechillt. 4 Tage oder 3,5 Tage. War ganz cool. War ganz chillig. Wir haben gleich 3 Osterlämmer gemacht, weil alle nichts geworden sind. Noch
ich habe viel zu viel Eier gegessen und musste ganz viel pupsen. Sonst eigentlich relativ ereignislos. Ach so, ist der erst zu spät gekommen, dein N64. Oh, das ist ja nervig. Aber jetzt, du kannst dir dieses Wochenende, kannst du dann Retro N64 Wochenende einlegen. Ist ja auch nicht schlecht. Ach, come on. Hör doch auf, ich brauch dich wahrscheinlich auf dem Elektropad oder so. Kann das sein? Bist du der Leiter, den ich noch brauche? Ja, anscheinend nicht wirklich. Und jetzt verblubbert er. Bin ich der letzte Leiter? Nee. Aber da kommen immer wieder neue Zombies. Ich glaube, ich brauche den schon irgendwie, oder? Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Bin ich überfragt. Gibt es noch einen Stuhl, an den ich den fesseln kann, oder? Was machen wir denn jetzt mit dir, letzter Zombie-Kerl? Stell dich doch mal hier drauf. Bitte. Aber der stand vorher schon ziemlich exakt. Aha! Nanu! Hä? Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Naja, wie auch immer. Wenn man jetzt ganz besonders... was wollte ich sagen? Diese Zombies sehen sehr trocken aus, dass die überhaupt noch ordentlich Wasser leiten, Strom leiten, also Wasser beinhalten. Diese alten Mumien. Aha! Die Kettenhemden sind kugelsicher. Ich bezweifle, dass Kettenhemden kugelsicher sind. Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es aber stark. Oh nein. Come on. Wer hat denn das gebaut? Waren hier zu viele Gegner? Muss ich erst alle wegschießen, bevor ich hinspringe? Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist es das. Mensch, dafür findet man unglaublich viel Armbrustbolzen. Oh, 60 Kilometer gewandert. Wir waren auch spazieren, eher spazieren mit dem Hund im Wald. Aber keine 60 Kilometer, eher 6 oder so. Riecht der nach Zigarettenrauch oder richtig qualmig? Weil dann... Ersteres ist nur ein bisschen nervig vielleicht, wenn man den Gebrauch kauft. Aber zweiteres würde ich echt aufpassen. Nicht, dass dir da was durchkokelt. Irgendwo, vielleicht der, wo die Kamera so dezent super dominant drauf leuchtet die ganze Zeit. Möglicherweise muss ich die an die Wand nageln, damit die nicht mehr ins Gewicht Maximum Pensum zählen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Hm. Ist jetzt an die Wand genagelt? Ich glaube schon, oder? Hat das schon mal jemand gemacht, zufällig? Weil der Hinweis ist, dass der da festgepinnt ist. Gab es schon mal eine Zombie-Apokalypse hier in der Gegend? Und da hat schon mal jemand Zombies an die Wand genagelt? Oder wie? Na, wer weiß. Oh, come on. Was ist denn? Okay. Ich denke, das hat jetzt funktioniert, oder?
Nee. Nee. Ring des Simmons-Clans. Vielleicht brauche ich ihn. Was machen wir denn jetzt mit dem? Ich gehe mal da lang. Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen, dass das einen ordentlichen Muskelkater gegeben hat. Apropos staubig, da es in Passau, wo wir waren, eben so lange nicht mehr geregnet hat, war der Waldboden extrem staubig, wirklich richtig, fast schon glatt, fast schon glitschig, rutschig, weil so viel Staub auf der harten Oberfläche lag. Crazy, das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Richtig staubtrocken. Da sind wirklich die Staubwolken durch den Wald gezogen. Da sind die Schlüsselwächter. Na schön. Aufgepasst. Hier komme ich. So, wer zuerst? Warum hat der Dynamit? Warum läuft da ein staubtrockener, modriger Wikinger-Zombie? Überhaupt ein Wikinger-Zombie in den USA? Aber warum läuft da ein modriger alter Wikinger-Zombie in den USA mit einer brennenden Dynamitstange durch die Katakomben? What happened? Und warum läuft der Zombie mit dem Zahn, den ich brauche, vor mir weg? Wie lebt der? Wie ernährt sich der? Der sollte versuchen, mich zu essen und nicht vor mir weglaufen. Und wo hast du den Feuerlöscher her, den alten, verrosteten? Was ist hier überhaupt los? Und wie viele Leute wurden hier in der Gegend durch Äxte in die Schulter ermordet? Das ist wie in Skyrim mit dem Arrow in the Knee, mit dem Pfeil ins Knie. Und hier in der Gegend gibt's halt ein Beil in die Schulter. Ich war auch mal ein Zombiejäger, so wie du. Aber dann habe ich einen Pfeil in die Schulter bekommen. Hey, schrei, Zombie. Bleib mal kurz da. Du kannst ja nicht hier so rumschreien. Du weckst ja die Toten. Wortwörtlich. Loot! Ach ja, ne, ich meine, wenn das Spiel nicht so langweilig wäre und einfach echt kein gutes Spiel leider. Und wenn die Story oder die Charaktere oder so irgendwie interessanter wären. Es gibt so viel, was mir in dem Spiel nicht passt. Aber wenn mehr an dem Spiel stimmen würde, diesen abgedrehten Trash-Charme, den könnte ich echt lieben, glaube ich. Dass man hier einfach in irgendwelche Katakomben mitten in der USA rumläuft, wo irgendwelche Wikinger-Zombies mit Äxten im Körper auf einen zulaufen und mit Äxten werfen und Schwerter und mumifizierte Kuttenträger laufen vor mir weg und... Es ist super bescheuert alles,
Das könnte ich richtig, richtig gut finden. Wenn das Spiel insgesamt besser wäre, wäre das, glaube ich, richtig gut. Aber so ist es halt einfach nur ein Haufen Trash in einem echt trashigen Spiel. Zu viel Trash macht ein Spiel kaputt. Die richtige Dosis Trash macht ein Meisterwerk. Aber zu viel Trash ist einfach dann nur noch Trash. Oder so. Ist ja logisch. Oder so. So, wo ist jetzt der andere lang gelaufen? Zeig's mir noch mal. Ja, das ging ein bisschen schnell. So schnell kann ich nicht reagieren. Gerade sage ich noch und verarbeite die Situation und schon bin ich tot. Oder wie? Man kann doch irgendwie so komisch schnell krabbeln, oder? Ja, genau. Das da meine ich. Das machen wir. Na super. Was ist denn hier los? Krabbeln schneller. Oh mein Gott, ist da ein Warper? Verarschst du mich? Müssen wir da lang wahrscheinlich. Ein Doppelwarper mit Käse. Na super. Ups, ich habe keine Ausdauer mehr. Ach, wisst ihr was, dann wollen wir doch den Warper da im Loch nicht lang stören, oder? Ist doch cool. Warte mal kurz, ich muss aus irgendeinem Grund deinen Kommentar genehmigen. Days Gone? Ich habe keine Ahnung. Das sieht... Irgendwie wirkt das auf mich nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Ich werde mir das mal anschauen. Ist das schon erschienen, ne, oder? Wenn, dann habe ich es gar nicht mitbekommen. Aber irgendwie, was ich so gesehen habe, wirkt es auf mich jetzt nicht so super sexy. Keine Ahnung, ob mir das gefällt. Ich schaue mir mal erste Tests an und so vielleicht. Können die mich überzeugen. Aber das sieht so 0815 aus, finde ich, irgendwie. So, ich hoffe, hier war nicht noch eine Nase dran oder so. Na dann. So krank, wie man nur sein kann. So, dann war es mal nur meine noch Theorie. Eins. Ich bin auch skeptisch, weil das Spiel wurde so oft verschoben und hatte so eine lange Entwicklungszeit, dass es in 90% der Fälle ein sehr schlechtes Zeichen. Ab und zu führt es dazu, dass echt Meisterwerke rauskommen, aber meistens ist das ein sehr schlechtes Zeichen, wenn was ständig verschoben wird, Entwickler wechseln und dann hat man am Schluss so einen Flickenteppich, wo nichts so richtig funktioniert. Aber wer weiß. Ich meine, Zombies machen alles besser. Zombies sind wie Käse, das stimmt. Aber abgesehen davon, weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Huh. Zombies mit Käse müssen dann das Beste überhaupt sein. Sollte ich mal einen überbacken vielleicht. Oder füttern. Wer weiß, wie das dann funktioniert. Ada. Haben Sie einen Geist gesehen?
Ada, was zum Teufel ist hier los? Das ist kompliziert. Aber das ist weder die Zeit noch der Ort. Diese Stege halten nicht. Wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid, Deborah. Ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von ihr! Halt! Nicht schießen, bitte! Ich bin wirklich gespannt. Ich muss nur mit Sky mal wieder anfangen, Deborah, jetzt. Wo bist du? Ich bin wirklich gespannt, wie das Spiel jetzt ist. Nach meiner zweijährigen Pause oder so. Das hat sich ja, was ich so an Screenshots gesehen habe, wahnsinnig verändert. Kann man gar nicht mehr vergleichen. Bin ich wirklich gespannt drauf. Okay. Ein Ring? Sieht so flächen. Falsch verstehen. Das klärt sich später. Okay. Okay. Als ich Leon gespielt habe, war aber Ada Wong nicht dabei, oder? Ich könnte mich nicht mehr erinnern. Das ist irgendwie komisch dann. Oder doch, und ich kann mich bloß wirklich nicht mehr erinnern. Kann schon sein. Passen Sie auf! Sie ist stark! Passen Sie selbst auf! Sie ist selbst stark. Hä? Was? Hey, nicht schubsen. Sie sollten sie erlösen, wenn sie einen Funken Mitgefühl haben. Ein Albtraum! Das kann doch nicht wahr sein! Ich glaube, ich nehme mal eine andere Waffe. Komm, wahrscheinlich muss man ihre Tentakelhaare erwischen. Zeit. What the? So, war's das? Ja, ich glaube schon. Fürs Erste. Na gut, mach's gut, Sakurak. Dir auch noch einen schönen Abend.
Ah, dann habe ich beinahe das Jubiläum verpasst, wo man sagen hätte können, jetzt ist es so und so lang her. Genau 2 Jahre. Jetzt geht's weiter. Schade. Dann mache ich es jetzt gar nicht mehr. Dann habe ich jetzt. Dann warten wir jetzt noch ein Jahr. Und dann geht's wieder weiter. Ada, Helena, wie wär's mit Hilfe? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Er wirkt nicht so, als würde er Hilfe brauchen, ehrlich gesagt. Der rockt da ganz schön durch. Außerdem ist der Rand hier so hoch. Ich kann ganz schlecht drüber schießen irgendwie. Leon ist meistens irgendwie zu hoch. Ich kann ihm gar nicht helfen. Ja, I helped. Hey, der schießt auf uns. Naja, den hätten wir. So, und jetzt? Müssen wir noch auf Leon warten, oder wie? Ah ja, der kurbelt uns. Okay, danke Leon. Der Kurbelmeister. Nimm doch hier die Vasen, da ist Loot drin, Leon. Oh, das Bots nicht looten. Schlimm. Hoffen wir, dass wir nirgendwo anhalten. Darauf würde ich nicht wetten. So, ich mach's gleich so, dann wird die Passage hier nämlich gleich viel leichter. Muss man sich nicht dauernd wegducken. So wie die Bots das so schön machen. Hör auf, Deborah! Das bist nicht du! Ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Okay. Und ein... Ich habe nicht mehr die passende Waffe dabei. Oh, Gott sei Dank. Das war nämlich knapp. Nee, Ada, ich will, dass du dich bitte hinlegst. Genau. Solltet ihr zwar auch machen. Funktioniert gut. Ne, die gucken mich nur blöd an. Warum guckt ihr denn so? Das ist das einzig Vernünftige. Schaut lieber nach vorne. Ein paar Sprengpfeile. Das reicht schon wahrscheinlich.
Tränen mehr. Bis ich dich gerecht habe. Bitte. Vergib mir. Teuer bezahlen. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein. Nein, lass sie los! Warum sehe ich diese Erinnerung in der Ada Wong-Story? Nicht meine Schwester! Nimm mich! War Ada Wong dabei? Nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ach, sie hat das erzählt. Okay, na gut. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Wie geht es Ihnen? Kommen Sie doch runter und ich zeige es Ihnen. Nein, vielen Dank. Aber ich möchte Ihnen etwas zeigen. Mehr Spielchen? Aber nein, nur etwas, das Ihnen sicherlich weiterhelfen dürfte. Gehen Sie zum Forschungslabor. Auf zum Forschungslabor. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe aber vielleicht auch einfach nicht aufgepasst. Ich bin mir nicht sicher. Da ist wahrscheinlich das Spiel gar nicht schuld. Aber ich habe keine Ahnung, warum Ada Wong hier jetzt eigentlich war. Was hat sie hier gesucht? Warum sind wir hierher gekommen? Wie sind wir aus dem U-Boot letzte Woche hier jetzt auf einmal auf dem Friedhof gelandet? Hab ich was nicht mitgekriegt? Offensichtlich. Offensichtlich. Gerade waren wir noch irgendwie in Hightech-Nazi-Umbrella-U-Boot und plötzlich sind wir in Himmelsrand und kämpfen gegen Draugr. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Okay. Au. Haha. Durchs Gitter gestoßen. Irgendwie witzig. Was ist denn das hier für eine Location, in der ich hier bin? Oh, auf jeden Fall sind hier ganz schön viel Dicke. Warum? Was ist denn hier los? Tagesordnungspunkt 1. Schlüssel finden. Schlüssel finden. Wisst ihr was? Ich bin kein Mann großer Davonlaufer, Riche. Ich werde einfach versuchen, die zu killen. Die sind bestimmt nicht unsterblich. Und solange ich noch Munition habe, werde ich die bekämpfen. Schade. Oh, ich glaube, das ist ein Warper Supreme. Die besonders große Variante der Warper. Ist das nicht witzig? Und die, oh Gott, die Schwabbelphysik. Oh Gott, das Spiel ist manchmal so dämlich, dass es genial ist. So viel Bullshit. Das ist echt großartig. Wirklich, sowas mag ich. So abgefahren Blödsinn finde ich wieder einfach so witzig. Da kann man dem Spiel nicht böse sein. Das ist echt gut. Ach, ich habe ihn zufällig gleich noch elektrifiziert.
Das war nicht mal Absicht. Sehr gut. Er ist wirklich tot. Okay. Schau dir das an. Dann finden wir mal den Schlüssel. Ja, geschafft. Sie haben doch nichts dagegen. Das war gar nicht mal so schwer. Aber ich möchte nur mal Leveldesign technisch kurz anmerken, warum sie nicht mit dem Greifhaken über die Kiste von da drüben hierher kommt. Na, nur mal, vor allem wenn sie jetzt gleich ihren Greifhaken wieder benutzt. Aber okay. Ich meine ja nur. Hey, noch einer. Hat er gerade gerülpst? Also entweder sind die Sprengpfeile viel mächtiger als ich dachte, oder der ist wirklich robuster als seine Freunde. Oh Gott, da ist auch noch so einer. Na super. Au. That escalated quickly. Hey, haben wir da eine Waffenbox? Oder nur einen nutzlosen Schatz? Auch okay, auch okay. Ich nehme mal einen Mentos. Ah, natürlich! So, wenn hier nicht mal irgendwas aus dem Wasser kommt oder so. Ah, das sind schon wieder versteinerte Kokos. Verpuppte Popos. Aber ganz viel Elektrostromkästen. Nicht anfassen. Okay. Wenn die Frau Mong weint, was? Ja, wann schlüpfen die denn jetzt alle? Ich hasse das. Jetzt. Bleiben gesperrt, bis die Sicherheit bestätigt wurde. Da ist wohl ein So, jetzt muss ich zurück in die Kammer des Schreckens und alle killen. Oh, nee, warte mal. Ich glaube, die kommt zu mir. Wo kommt der denn her? So, schlüpft ihr gleich oder erst auf dem Rückweg? Oh, warum musst du denn jetzt unbedingt nachladen, Ada? Blöder Zeitpunkt. Wie viele von denen gibt es noch?
Oh wow, it's very effective. Aber auch gegen mich. Die sehen zwar aus wie Gesteins-Pokémon, sind aber offensichtlich Wasser-Pokémon. So viel Elektroschaden, wie die kriegen. Vielleicht auch Flug? Na, aber wie Flug sehen sie nun wirklich nicht aus. Ja, wo denn? Mein Gott, muss ich jetzt auch noch hin und her und dahin und zurück und da ein und hier ein? Come on. Achso, das war's schon. Endlich. Na dann. Ich jetzt meine Geburt, also die meiner Doppelgängerin. Sieht aus wie ich. Kein Wunder, dass Leon verwirrt ist. Gefällt es Ihnen? Ja, es war sehr aufschlussreich. Was meinen Sie? Liege ich falsch oder sind das nicht Sie auf diesem Band, Ada? Sie stecken hinter Neo Umbrella. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Simmons würde sich niemals in die Karten schauen lassen. Er und seine Familie wollen nur eins: das System stabilisieren und erhalten, das sie geschaffen haben. Aber sie wollen es zerstören. Und die Welt wird ihnen die Schuld geben. Diese Würfel sind aber auch mal die dämlichsten Handys überhaupt, oder? Sie bekommt es. Die sind voll unpraktisch. Mit der echten Ada Wong. Wer ist da? Eine Freundin, Simmons. Ada Wong. Ada. Sparen wir uns die Floskeln und kommen zum Punkt. Die nette Doppelgängerin, die sie erschaffen haben, hat mir erzählt, dass sie die Welt zerstören will. Was? Das Rennen hat begonnen. Die Weil fette Moppelgängerin. Okay. Können wir was Neues kaufen? Nein. Oh, das Spiel ist auch noch so grindy. So grindy. HQ, hier Alpha Leader. Wo befindet sich Ada Wong? Hier HQ, wir haben die Position für Sie. Ada Wong hat die Stadt verlassen und bewegt sich nach Süden zum Hafen. Ich wiederhole, Ada Wong bewegt sich nach Süden zum Hafen. Sie machen eine Party für mich und ich bin noch nicht mal da. Okay.
Das hat also gar nicht so, das ist nicht wie bei den anderen so richtig zusammenhängend. Das ist einfach nur Szene 1, Szene 2, Szene 3. Ich meine, so ist es ja ein bisschen bei den anderen auch, aber da gibt es immer so eine narrative Verbindung. Aber hier ist es wirklich einfach, sie erscheint und ist da und fertig. Weiter geht's. Ich frage mich echt, was beim letzten Mal los war, dass mir das Spiel da die ganze Zeit die Perspektive verschoben hat, von links auf rechts. Ob da irgendwas mit dem Controller nicht gestimmt hat, mit der Verbindung oder so, weil jetzt macht es das kein einziges Mal. Das ist schon komisch. Die sehen aus wie die Soldaten, die im U-Boot waren. Oh oh. Aha. Ist das hier so eine Indiana Jones Szene, wo die rumwedeln mit ihrer Waffe, wie blöd, und dann werden sie einfach erschossen. Scheinbar. Gut. Bin dabei. Machen wir. Und wo geht's jetzt lang? Kann ich mich irgendwo festhaken? Ey da, was machen wir denn jetzt? Ach so, wir gehen da lang. Aha. Wenn der magische Telefonwürfel das sagt, machen wir das auch. Ah, jetzt markiert, jetzt ausgerechnet, jetzt muss ich nachladen, wo sein Kopf zu den wütenden Grashüpfern mutiert. Die wütenden Grashüpfer. Das klingt wie Kampfsportarten, Stil. Oder vielleicht auch so eine Art Hotel oder sowas. Hotel zum wütenden Grashüpfer. Nee, aber das klingt zu negativ. Das wäre eher der blühende Grashüpfer. Warum blühen Grashüpfer? Fragt mich nicht. Ah, ich hasse dich. Lass ihn nicht entkommen, Ada. Wenn der mal beschleunigt, wird das super nervig. Genau, das ist gut. Genau. Gut gemacht, Ada. Wir sind Freunde. Oh, ein bisschen Munitionsmangel haben wir, Ada. Ah, ich muss Granaten benutzen. Die nächsten Gegner kriegen eine Granate. Und wenn es nur ein einziger ist, der blöd in der Gegend rumsteht, es ist Granatenzeit. Ich habe die jetzt schon ausgerüstet. Ich werde die nicht mehr abrüsten. Oder so. Nein! Oh, ich dachte schon, sie wirft. Nee, sie wollte nur mit der Granate zuschlagen. Granate! So, dem haben wir es gezeigt, würde ich sagen. Schon wieder so wütende Grashüpfer. Und da hinten ist schon ein nerviger Giftkäfer. Echsenkerl. Nein, komm schon. Wo ist er denn? Ich hasse die. Oh Gott, die sind so nervig. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Kämpfe wie ein Echsendingens. Nein. Hör doch auf jetzt. Ah, ich habe ihn noch erwischt. Yes. Ein bisschen angekokelt, immerhin. Du nerviges Mistviech da oben. Ah, keine Munition mehr. Ach Gott, es ist furchtbar. Komm, unentschieden. Ja, Gott sei Dank. Puh, ich habe ihn noch erwischt. Ich hasse sie am allermeisten von allen Mutationen. Mir sind mächtige Mutationen 100-mal lieber wie nervige. Na, nicht schon wieder eine Echse. Come on, Leute. Hört doch auf mit dem Blödsinn.
Wie können die denn so nervig sein? Hallo, Desert Railgun. Für dich haben wir immer ein Plättchen frei. Oh, köstlich. So eine Wassermelone hätte ich jetzt auch gern. Ich bin ein bisschen durstig. Die Dürreperiode macht sich bemerkbar. Ah, da können wir uns gut katapultieren. Oh, kommt jetzt Knochenkettensägen, Heini? Ich glaube schon, oder? Irgendwo hier. Schön langsam kommt, glaube ich, Knochenkettensägen, Heini. Der ist quasi ein Endboss extra für Ada Wong. Der kommt nur in Cherrys Kampagne auch mal vor. Der ist so dämlich, dass ich es echt cool finde. Kettensäge. Ha? Wie elegant. Ha. Ja, das kennen wir schon. Unöffnbare Türen. Sie hat also die ganzen Türen verbarrikadiert, die man dann in den anderen Kampagnen so nervig wieder öffnen muss. Danke, Ada. Danke, du nervige Kampagnenperson, du. Sind hier Zombies? Ist das schon nach dem Ausbruch vom C-Virus? Warum sind denn da überhaupt noch... Bringen die hier zeitlich ein bisschen was durcheinander zufällig? Das finde ich ja komisch gerade. I was once a zombie like you, but then I took a bolt to the knee. Jetzt liegen alle am Boden rum und gucken blöd. Ich lade mal schnell die paar Schuss, die wir für die einzelnen Waffen noch haben, durch. Bestimmt, wenn er schon eine selbst mutierte Knochenkettensäge hat, dann ist das bestimmt auch alles Bio. Läuft mit der Energie, die er kriegt durchs Mampfen seiner Opfer, würde ich sagen. Durch selbst produziertes ATP in den Zellen. Die gehen in dem Teil aber auch schon recht schön kaputt. Eigentlich, ne? Das haben die im Remake vom zweiten auch echt super gemacht. Also diese Schadensmodelle von den Zombies sind im Remake vom zweiten schon extrem gut geworden. Wie schön die kaputt gehen, ist erschreckend. Und ich finde erschreckend, wie schön ich das finde. Aber solange Gewaltdarstellung nicht realistisch ist, finde ich die amüsant bis lustig. Kommt immer drauf an. Mortal Kombat ist lustig, Resident Evil 2 ist faszinierend, technisch faszinierend und so. Aber wenn es zu realistisch wird, dann finde ich es nicht mehr lustig. Da bin ich zu zart beseitet für so einen Scheiß. Aber das ist so over the top Comic Gewalt wie hier. Also ich meine, hier ist die Gewaltdarstellung ja auch wirklich nicht schlimm. In Sexer. Jetzt ist er auch noch stealthig.
Natürlich hat er jetzt den das Schlüssel. War nicht sein Netz. Man sollte sich nichts nehmen, was einem nicht gehört. Ich glaube, ich sollte weglaufen, oder? Wie wär's mit Granaten in die Augen? Na super, Ada. Na super. Wo haben wir die denn bitte hingeworfen? Wie wär's mit Brandgranaten? Die explodieren schon früher. Bei Kontakt. Oh, come on. Nein, aber er brennt. Er brennt. Er brennt. Oh, das ist gut. Und jetzt Nahkampf. Gut, gut. Oh Gott, da kommt die Zombie-Kriech-Brigade. Oh, ich stecke hier irgendwie fest. Das ist keine gute Location. Ist er jetzt vorübergehend betäubt? Ich glaube schon. Was kriechen denn hier so viele Zombies durch die Gegend? Was ist denn hier los? Was ist denn passiert? Ich schätze mal, das ist nicht die richtige Tür. Nein, was machen wir denn jetzt, Ada? Das wollte doch kein Mensch. Guck, da kriechen sie wieder. Im Gänse. Im Gänsekriech? Marsch ist es ja nicht. So, One-Hit-Kill-Gegner stressen mich immer. Die gibt's immer wieder in jedem Spiel und ich hasse es immer wieder. Warum tue ich mir das eigentlich an? Nein, eigentlich wirklich, abgesehen vom sechsten Teil, mag ich alle Hauptteile der Resident Evil-Reihe auf ihre eigene Art und Weise. Ja, ich bin tot. Ich hab's verstanden. und sogar einige Spin-offs finde ich ganz cool. Aber der sechste Teil, der ist einfach. Hä? Und jetzt? Was muss ich machen? Nein, Bus! Tja, ich schätze, er ist genauso verwirrt wie ich. Keiner weiß so recht, was hier los ist. Oh oh. Natürlich. Wie kommst du denn hier hoch? Also, ein paar Minuten habe ich für dich übrig. Ach ja, wirklich? Wirklich, Ada? Oh oh, wir sind tot. Nein, wir sind nicht tot. Ist erst vorbei, wenn die dicke Frau singt. Haben wir eigentlich Sprengpfeile? Ja, haben wir. Ah, komm schon. Nein, Sprengpfeile laden. Schnell. Okay, und jetzt weglaufen. Finde ich denn nicht so toll. Oder doch? War das ein Lachen? Bin mir nicht sicher. Oh! Oh! Holy shit! Was war denn das gerade für eine komische Actionsequenz? Oh nein, ich glaube, ich bin irgendwie im Elektroschock-Bereich. Das ist ein Scheiß. Ah, oh, ich wollte gerade sagen, okay, Vorsicht, der muss sitzen. Was tut er nicht? Sitzen. Sitzen tut er nicht. Hey Leute, ich habe keine Waffen mehr. Ich habe nur noch eine Schrot. Ich kann doch nicht mit dem Scharfschützengewehr hier auf engem Raum kämpfen.
wenn ich wenigstens ohne Kimme und Korn schießen könnte, zielen könnte, aber das geht ja in dem Spiel gar nicht. Alpha HQ, Ada Wong gesichtet, starten Verfolgung. Hier HQ. Ada Wong wurde gesichtet, am Kanal. Charlie und Delta Team, Sicherheitslinie um Ku Cheng bilden. Wiederhole, Ada Wong wurde am Kanal gesichtet. Gut, ich mache mich dann auf den Weg zum Kanal. Aha. Gleich da. Kann's kaum erwarten, meine mysteriöse Doppelgängerin zu treffen. Ich kann die Kamera gar nicht bewegen, schade. Ich hätte gehofft, da ist irgendwie noch Loot versteckt. Gib mir doch ein bisschen Munition. Gib mir doch ein bisschen Munition. Ich meine, gut, Sprengpfeile sind ja schön und gut, aber ich hätte gern richtige Munition. Wie kommt man denn da hinten an das Ding? Ah, so. Okay. Die Akten sind nämlich wichtig für Lore-Videos. Die muss ich freischalten. Nee, die findet man tatsächlich coolerweise sehr viele zumindest online, auch in Wikis und so. Kann ich auch da alle nachlesen, zum Glück. Die sind sehr gut archiviert. Und was ich in den Wikis habe, im Gegensatz zu hier, ist ein Register mit Übersetzungsfehlern. Gewitter, Leute. Gewitter bei mir. Ich habe das Fenster offen und habe mich gerade echt erschrocken. Ich war so, what ist denn jetzt? Gewitter. Cool. Ich mag Gewitter. Ja, voll, oder? Ich muss immer an Spider-Man auch denken, aber auch an Sekiro. Dann ist er also der Wirt des C-Virus-Antikörpers. Sie sind anscheinend nicht allein. Die Grünschnäbel brauchen wohl Hilfe. Jetzt kann ich mich für die Güte ihrer Eltern revanchieren. Jetzt ist der richtige Moment. Ein Scharfschützengewehr ist zufälligerweise, glücklicherweise genau die eine Munitionsart, die ich noch habe. Ich schätze mal, mit denen werden sie selber fertig. Auf mich können sie nicht zählen. Doch, ich glaube, den zweiten war ich. Da, ich habe einen Flügel erwischt, glaube ich. Hier, plündert das. Blöde NPCs, nie plündern die was. Warum bleibt heutzutage nichts mehr tot? Wie soll man denn da was treffen? Guck mal, wie die wackelt, die Ada. Ich hoffe, die NPCs kommen klar. Ach so, das ist er. Ja, das war ein Treffer. Vielleicht. Möglicherweise. Wer weiß das schon so genau?
Aber wenn das jetzt kein Treffer war. Hoffentlich habe ich den zum letzten Mal gesehen. Boah, als ich wir jetzt über Ostern weg waren. Ach, guck mal, was hier, eine ganze Reihe Snipergewehrmunition. Und wir waren 4 Tage weg ungefähr, und als ich wiederkam, sind die Pflanzen, die Tomaten, auf einmal riesig geworden. Ich habe mir noch Sorgen gemacht, dass die nicht genug Wasser kriegen jetzt die Tage. Aber die sind gewachsen wie was, also riesig, unglaublich. Die haben sich verdoppelt alle miteinander. Die Kürbisse auch. Und bei den Physalis wachsen schon die ersten kleinen Physalis-Bärchen. Crazy. Ich glaube, ich lasse die mal öfter 4 Tage allein zu Hause. Das scheint zu helfen. Ich glaube, ich bin überfürsorglich. Vorsürglich. Da hat jemand noch nicht genug. Wer denn? Von wem redet die? Okay. Kettensägen Heini. Ich kann mich erinnern, weil an der Stelle bin ich gestorben in der Kampagne mit den beiden. Warum leuchtet der eigentlich so rot? Ach, diese Dinger sind ziemlich zäh. Oh nein, come on. Wirklich jetzt? Habe ich versagt? Ist es schon zu spät? Ich glaube, es reicht langsam. Moment mal, ist das nicht anders gelaufen? Irgendwie glaube ich... Die beiden wären ohne mich ganz schön aufgeschmissen. Wird die Geschichte anders erzählt, oder? Irgendwie ist das komisch. Man sollte meinen, das würde sich ergänzen, aber ist der nicht wiedergekommen und in die Rotorblätter des Hubschraubers eigentlich und wurde da zerdrechselt? Ah, ich glaube, so ist es. Okay. Zeit für die nächste Rettungsaktion. Arme kleine Sherry. Die Monster lieben es, dich zu jagen. Stimmt, so war das. Ich kann mich erinnern. Hier ist Pierce Nevins. Ada Wong bewegt sich in südlicher Richtung zum Militärhafen. Ich rate zu erhöhter Wachsamkeit. Ganz wie damals in Raccoon City. Wirklich? Wann hat irgendjemand irgendwen in Raccoon City mit einer auf einem Jeep montierten MG verfolgt und beschossen? Ich kann mich an die Stelle gar nicht mehr erinnern. Die hat es wohl nicht ins Remake geschafft. Außerdem war nicht mal Chris in Raccoon City dabei. Ada, was schlaberst du? Na, so macht Reisen Spaß. Ne. Thank you.
Und kaputt. Na super. So geht's mir bei GTA immer. Ich denke mir immer, oh cool, cooles Auto. Einsteigen, Gas geben, explodieren. Ah, verdammt. Auf zum nächsten. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Jetzt kommt, glaube ich, schon so ziemlich der Endkampf. Ich glaube wirklich. Ich könnte mich nicht mehr... Gut, es kann sein, dass noch so ein Ada-spezifisches Kapitel kommt vorher. Das ist möglich. Jetzt hör schon auf zu rennen. Wir haben so viel zu bereden. Was ist mit den 4 Tagen passiert, wo ich nicht da war? Sie sehen so ein bisschen aus wie Darth Vader, wenn man denen die Maske kaputt gemacht hat. Also wie Darth Vader ohne Maske. Wirklich? 3 verschiedene Passwörter? Ich komme nur mit 3 Passwörtern rein. Und ich führe wirklich gerne Selbstgespräche. So, der war Passwort Nummer 1, oder? Muss ich noch was aufheben? Ja, hier. Nee, ich scanne es mit meinem GameCube. Danke fürs Passwort. Noch 2 und ich bin drin. Ah, Knotenknubbelwesen. Hallo. Okay, dafür, dass sie die Passwörterkarten scannt, gibt's von mir Props an Resident Evil 6. Weil das erklärt dann wenigstens, warum die Passwortkarten noch rumliegen, wenn man nachher mit Chris und Dings die Bums, die nochmal sammelt. Weil sie die quasi liegen lässt. Das ist genau der Detailgrad, den ich mir für die B-Kampagne in Resident Evil 2 gewünscht hätte. Und die Resident Evil 2 im Original ja auch hatte, nur leider im Remake nicht. Warum ist mein Inventar schon wieder so voll? Habe ich schon wieder so viele Granaten? Eigentlich gar nicht so viel. Genau genommen nur eine. Ah, wahrscheinlich habe ich super viel Heilung, stimmt's? Au. Ich habe überhaupt keine Munition mehr und hier liegt überall Munition rum. Nur nicht für mich. So, hier ist irgendwo eine Waffe außerdem. Eine neue. Die Bärenkiller. Die hat ja, genau, die hat einen Granatenwerfer mit dabei. That's nice. Ah, der Finisher-Wurf bei den Händen ist immer noch der beste. Man wirft sie einfach nur leicht irgendwo hin. Und dann sind sie tot. Cool. Die sind halt nicht sehr robust. Im Gegensatz zum restlichen Körper sind die Hände von dem Viech ja das Gegenteil von robust. Borust. Ach so. Ja, genau. Das mit Ada in Raccoon City. Wahrscheinlich. Okay, hier lang nicht. Hier lang nicht. Na gut. Warte mal, warum sind nur noch 2 Ziele? Ich dachte, ich brauche 3 Passwörter und ich dachte, ich habe 2. Habe ich was nicht mitgekriegt? Anscheinend.
Nee, du sollst bitte die Hand nehmen und ganz leicht dezent irgendwo hinwerfen. So, danke. Den bitte auch noch töten. Ach, da war der. Nur noch eins, dann heißt es. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Wo ist denn der letzte? Da hinten irgendwo. Immer diese Unsterblichen. Wie komme ich denn da hin? Kann mir das mal einer verraten? So nicht. Moment mal, jetzt bin ich im Kreis gelaufen, oder wie? Na super, das hat sich ja auch gelohnt. Ach ja. Ach ja, warte mal, ich vergesse immer unseren magischen Zauberwürfel. Ah Mist, diesmal zeigt er mir ja nichts an. Magischer Zauberwürfel, du bist nutzlos. Wie komme ich denn darüber? Ich sehe da auch keine andere Tür oder so. Nur überall Hände, die ich aus irgendeinem Grund nicht finishen kann. Jetzt! So! Aus der Existenz geglitscht. Das passiert nämlich mit Viechern, die sich mit Ada Wong anlegen. Na, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Und wenn, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ne, ich glaube, hier waren wir noch nicht. So, gut. Na komm, Ada. Na komm, okay. Ich wollte schon sagen. Oder ich laufe einfach weiter. Was haltet ihr denn davon, Gegner? Ha? Damit haben die wohl nicht gerechnet. Warte mal, das geht? Ach so, ich habe was vergessen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Da muss ich wohl doch schießen. Hilft nichts. Ich kann schon wieder keine Munition mehr aufheben, weil ich so viel Heilung habe. Wer braucht so viel Heilung? Niemand braucht so viel Heilung. Ich habe zu viel Heilung. Ich muss Heilung wegschmeißen. Oder... Doch, ich muss Heilung wegschmeißen. Okay. Und was höre ich da schon wieder für Geräusche? Da ist irgendwas drin, glaube ich. Aber nicht hier. Ah, hallo. So, Schlüsselmeister, gib mir deinen Schlüssel. Ach, ich werde schon wieder von so einer Hand verfolgt. So. Ich weiß nicht genau, wie das geplant war mit den Händen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Absicht ist. Dass er die so leicht nach vorne wirft und dann sind die auf einmal tot. Vielleicht sterben die durch Kontakt mit dem Menschen. Die sind allergisch vielleicht. Die Tatsache, dass ich die hochnehme, bringt sie schon um.
Könnte ich mir vorstellen. Ah ja, genau, nicht letzter Endboss. Ada hat ja noch ihren ganz eigenen Endboss, nämlich Bitaru Ada. Natürlich. Oh, Überraschung! Schon wieder Inventar so voll. Ich mag das nicht. Ich muss jetzt mal durchladen alles. Und tot. So, ich nehme die Granate mit. Ja, ich habe gar nicht mehr... Ich habe gar nicht mehr an Bizarro Ada gedacht. Da brauche ich wirklich ein bisschen Munition. Ich gebe Ihnen nur, was Sie mir gaben, Simmons. Ah, meine böse Schwester. Zuerst haben Sie Angst. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Sie und Ihre Familie mögen aus der Welt gemacht haben, was sie heute ist. Aber ab morgen wird sich alles ändern. Was zum Teufel hat Simmons dir angetan? Okay, gut, alles durchgeladen. Rufen wir mal einen Aufzug. Ich wollte schon fast Taxi sagen. Das Gebäudetaxi, das Gebäude, das vertikale Gebäudetaxi. Moment, benutzen die eigentlich die gleiche Munition? Ach nee, die benutzt 9mm. Oh, das ist okay. Hä? Was denn jetzt? Ada, halt! Sie sind auf dem Holzweg, aber ich habe keine Zeit, es zu erklären. Du könntest sagen, rote Ada gut, lila Ada böse. Denen will ich nicht begegnen. Ob es einen anderen Weg gibt? Das sind ungefähr 5 oder so. Warum hast du auf einmal Angst? Aber okay. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Na, spielen wir jetzt Metal Gear Solid hier, oder wie? Achso, ich muss da draußen vorbei. Geht's da hinten nicht weiter? Ne, ich glaube nicht. Ich muss, glaube ich, hier lang. Danke fürs Ablenken, Leute. Hä? Bin ich jetzt wieder raus? Ja, ich glaube schon. Ja, aber was macht denn auch die Kamera? In Resident Evil 2 habe ich auch immer so viel Heilung. Aber genau, weil ich sie da eben auch nicht benutze. Bin halt sparsam, wenn es um sowas geht. Dafür haue ich Munition raus ohne Ende. Aber es reicht ja, wenn man bei einem von beiden sparsam ist.
Hallo. Ups. Komm schon. Eklige Bienen. Auch eine der weirdesten, der seltsamsten und am schwersten erklärbaren Resident Evil Mutationen. Dass sich der menschliche Körper auf einmal in einen Schwarm von Bienen umwandelt. Mutierten Bienen. Ach so. Hilfe, ich bin ein Star. Ich stehe nicht gern im Rampenlicht. Eskalation! Ich gehe einfach. Die können da unten alleine weitermachen. Ich gehe einfach. Waren wir hier nicht schon? Laufe ich im Kreis? Oh. Wie Kakerlaken. Bisschen eklig ist das schon, hör. Oh, keine Ausdauer mehr. Na super. Jetzt kriegen wir im super Slow-Mo-Modus auf das Loch zu. Ein Diktiergerät. Nein, das ist nicht gut genug. Das ist nicht Ada Wong. Warum klappt das nicht? Kombiniert die DNA-Sequenz mit der Biostruktur des Kokons. Finde deinen neuen Körper. Die Skala für den Neustart. Sie eignet sich gut. Aber Vorsicht mit allem, was ihr sagt. Sie soll nichts mehr kriegen. Ja. Ja. Das ist es. Sie hat mich verlassen, aber jetzt habe ich sie wieder. Happy Birthday, Ada. Jetzt verstehe ich. Oh, muss ich jetzt auch doch runterlatschen? Ich hätte gehofft, dass da... Ah ja, gut, vielleicht gibt es einen schnellen Weg. Ach, dass da noch normale Gegner überhaupt kommen müssen. Das ist jetzt einfach nur so... Irgendwie fühlt sich das nach so Zeitschinden an. Alpha Team, hier HQ.
Wir bestätigen, dass Wong die Wahrheit gesagt hat. Ein bewaffneter Flugzeugträger befindet sich im offenen Wasser, nicht weit von Ihnen. Das Satellitenbild zeigt an, dass Sie vorhaben, Raketen aufs Festland zu schießen. Sie müssen Sie davon abhalten, auch nur eine einzige abzuschießen. Verstanden, HQ. Ich dulde Ihre Taten nicht, Carla. Aber immerhin verstehe ich Sie. Dein Hass auf Simmons brachte dich so weit, ihre Welt zerstören zu wollen. Aber dein Gewissen, Carla, besiegelte dein Scheitern. Hast du mich denn nicht genau deshalb involviert? Eine Schande. Hättest du dich allein an Simmons rächen wollen? Ich hätte dir geholfen. Jetzt mach mal halt lang. Mir helfen? Ich bin die echte Ada Wong. Ich brauche niemandes Hilfe. Ich bin nicht gescheitert. Es geht erst los. Bald schon findet diese schwächliche Gesellschaft ihr Ende. Übrig sein wird. Gar nichts. Nichts außer der Hölle auf Erden. Aber du bist nicht mehr als eine billige Kopie. Ruhe in Frieden, Carla. Sie muss sich eine gewaltige Dosis C-Virus injiziert haben. Ach, come on. Ah, gut. Ich dachte schon, da kommen noch mehr von denen. Aber in Wirklichkeit kommt Carla. Sie kommen durch die Wände. Komme ich da durch? Muss ich mich da... Ne, muss ich nicht. Dann hätte ich die einfach stehen lassen können, glaube ich. Munitionsverschwendung. Derek.
schneller kurbeln! Die Schlammschwabbel-Schwubbelmonster kommen! Ne, komm noch weiter. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich liege am Boden. Okay, jetzt aber schnell. Ah, oh, Mist. Ich glaube, ich muss erst die Gascontainer kaputt machen. So, frieren wir das Gesicht mal ein. Dann geht's gleich leichter. Haben wir jetzt noch einen Mentos rein? Okay. Das ist immer die Animation des ersten Players, der auf den zweiten wartet. Die haben die für Ada Wong nicht geändert. Deswegen steht sie da immer so komisch und guckt doch mal durch die Tür. Ich muss nachladen in Zeitlupe. Das ist echt ungünstig. Oh mein Gott. Oh, das war vielleicht keine so gute Idee. Wartet mal, was wollte ich machen? Ich wollte das Gewehr nehmen. So, ey, der Schleim. Jetzt machen wir dich kaputt. In die Augen! Mein Gott, bist du hartnäckig und lästig. Ah, da platzt ein Auge. Sehr gut. Ach, come on, habe ich keine Granaten mehr? Habe ich Sprengbolzen? Das dauert sonst ewig hier. Die regeneriert sich ja voll. Nein, jetzt werde ich noch mit Säure bespuckt. So wird das nie was. Ist das nervig hier? Ist das nervig? Ist das nervig? Okay, neue Taktik. Ich weiß nicht genau, ich habe keine neue Taktik. Auf Lager. Ich habe keine Munition mehr für die guten Waffen. Ich bin die erste Elder.
Können wir nicht beide einfach die echte Ada sein? Ich habe schon öfter versucht durchzurutschen oder so, aber das funktioniert leider nicht hier. Du bist überaus nervig, das ist aber auch schon alles. Ich komm gleich. So. Das ist echt beschissen, oder? Was ist denn hier los? Mache ich irgendwas falsch oder so? Die Augensprengung scheint auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei zu sein. Taktikmäßig. Ach, halt doch die Klappe. Du bist übernervig. Mit dem Scharfschützengewehr komme ich nicht durch ihr Gesicht durch. Das hat leider keinen Sinn. Hier muss irgendwie wieder an Munition kommen. Ich habe gesehen, dass Kryofässer hinter ihr stehen. Wahrscheinlich muss ich die anschießen. Wow, was für ein toller Schlag ins Nichts. I will survive. Ja, wenn hier mal anständige Munition droppen würde, bitte. Wie wär's denn damit? Ja, ich glaube, wir haben deine Vorstellungen, wie das hier laufen wird, zur Genüge etabliert. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass das so hinhaut, wie du dir das vorstellst. Mein Plan ist eher, dass ich dir das Mark aus dem Knochen saugen werde. Kann doch nicht sein. Wie nervig kann denn so ein Boss sein? Schaut euch mal den Scheiß an. Dankeschön. Ich dachte schon, ich komme nie wieder zu dem Kryofass durch. Jetzt hast du deinen Körper zerstört. Ich hoffe, du wolltest genau das. Aber wirklich. Guckt, da merkt man schon, dass das kein gutes Spiel ist. In diesem einen Fall war in die Augen nicht die richtige Taktik. Welches Resident Evil erstens, aber zweitens in welchem Spiel überhaupt, ist in die Augen nicht die richtige Taktik. Das kann doch überhaupt nicht sein. Das ist eine große Game Design Sünde. Nee, aber ernsthaft, wirklich jetzt in Resident Evil schießt man in die Augen. Das kann nicht auf einmal das sechste Teil ändern. Sadala. Dann haben wir noch mindestens ein ganzes Kapitel vor uns. Das sparen wir uns dann wirklich fürs nächste Mal auf.
dann ist das jetzt ein schöner Punkt, um für heute Schluss zu machen. Ich hätte gehofft, wir schaffen es noch. Leider glaube ich nicht ganz. Aber ob es noch für einen zusätzlichen Stream reicht, das weiß ich nicht. Muss ich mir fürs nächste Mal vielleicht schon ein Nachfolgerspiel überlegen. Aber da haben wir Zeit. Jetzt ist erstmal morgen nochmal um 8 wieder der verspätete Dienstagstream. Diesmal der Donnerstag. Der Dienstagstream am Donnerstag ist morgen. Und Freitag ist schon wieder Special Stream. Stream ohne Ende. Na gut, Leute. Da machen wir jetzt wirklich Schluss. Ja, genau, wie gesagt. Bis morgen dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke sowieso für den Patreon-Support. Und beim nächsten Mal machen wir mit extra viel Schusswaffen-Power weiter. Moment mal, habe ich jetzt noch auf Starten gedrückt? Ich glaube schon. Wollte ich nicht. So. Okay. Gute Nacht. Macht's gut. Ciao.